Einsichtsmeditation, Weisheitsreflexion, wie unsere Geisteszustände, Gedanken zu Handlungen und deren Folgen werden. Und dazu beginnen wir erst einmal mit stiller Sitzmeditation, um überhaupt in eine Atmosphäre des Innehaltens, auch des wohlwollenden Freundlichseins, der Stille hineinzufinden. Kommen wir erst einmal in der Meditationskörperhaltung an und auf unserem Meditationsplatz. Nach unten hin geerdet. Wir spüren, wie fest wir sitzen, wie stabil der Boden unter uns ist. Lassen den Körper zur Ruhe kommen. Richten ihn aus dem Sitz heraus auf. So gut es geht. Ich glaube ihm. Im Chinesischen gibt es irgendwo die Anleitung, richte den Körper auf, bis dein Scheitel den Himmel berührt. Und dann entspannen wir völlig, sodass sich auch durch die Haltung aufgebaute Spannung gleich wieder lösen können. Diese drei Aspekte der Sitzhaltung scheinen die wichtigsten zu sein. Es gibt kleinere Details, wo legt man die Hände hin, wie schließt man die Lippen und so weiter. Was geschieht mit den Augen? Wir versuchen möglichst wach und klar zu sein. Den Körper so zu halten, dass das möglich wird. Wir können die Atmung als Anker für die Achtsamkeit nutzen. Oder irgendetwas, was wir über die Sinne wahrnehmen, um uns recht deutlich in die Gegenwart zu versetzen oder in der Gegenwart zu bleiben. Selbst wenn wir nachher ein paar Aussagen, Bedenken, betrachten, über sie reflektieren werden, soll dies aus einer meditativen Präsenz heraus geschehen können. Nicht einfach nur intellektuell. So die Idee bei Weisheitsentwicklung als ganzes Wesen zu denken und dabei in der meditativen Betrachtung zu sein. Nicht nur grübelnd, nachdenkend, intellektuell.
Im Grunde hören wir erst mal ein bisschen auf zu denken, um dann wieder denken zu können. Offene Sinne, wache Präsenz, Atmung, Dasein.
Ja, und dann können wir uns aus dieser stillen Haltung heraus mit vielleicht etwas offenerem und beruhigterem Geist Weisheitsaussagen, möglichst wahren Aussagen zuwenden. Und ob ihr das nun mitlest oder einfach hört, hier stehen diese berühmten Sätze, die viel zitiert werden, mal ein bisschen unterschiedlich. Hier in einer Version von einem gewissen Charles Reed, geht möglicherweise auf ein chinesisches Sprichwort zurück. Buddha könnte es aber auch gesagt haben und hat Ähnliches auch oft gesagt und viele andere Dharma-Meister auch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Könnten Buddhisten und andere vielleicht sagen, denn er ist, also dein Charakter ist dein Karma. Lass es mal stehen, sodass ihr das eventuell nochmal auch nachlesen könnt. Die Logik der aufeinander aufbauenden Sätze betrachten könnt. Nicht ein paar Mal lesen und dann in die Meditation hineinnehmen. Gegebenenfalls Augen schließen und vielleicht diesen Gedankengang wieder und wieder nachvollziehen und prüfen, ruhig prüfen, ob das stimmen kann und inwieweit das stimmt. Und wir diese ja, schon als Einsichten formulierten Aussagen auch bereit sind anzunehmen, anzuerkennen.
Jetzt wird der Text wieder entfernt. Wir sitzen noch ein paar Minuten weiter bis zu einer kleinen Pause. Dann wiederholen wir den Vorgang nochmal. Ja, da können wir uns etwas lockern bei Bedarf, mal bewegen, um dann wieder 20 Minuten sitzen zu können. Und mein Vorschlag wird sein, dass wir das einfach nochmal genauso machen. Mit Stille beginnen, dann die Sätze hören oder lesen und dann nochmal sitzen, sodass wir uns innerlich vorbereiten können auf die Begegnung mit diesen Aussagen. Und danach die Aussagen in uns weiter betrachten oder nachwirken lassen können.
Man könnte den Zweifel haben, dass man extra so still sitzt, bevor man solche Sätze hört oder Aussagen liest, um sich dann irgendwie beeinflussen zu lassen oder manipulieren zu lassen. Das sollte aber nicht so wirken. Also es geht einfach um Präsenz, Offenheit, nicht nur intellektuell das Betrachten, sondern irgendwie als ganzer Mensch mit all unserer Erfahrung. Wir werden nicht einfach still, damit dann irgendwie diese Aussagen uns nur beeindrucken oder manipulieren können. Wichtig ist allerdings, dass man wirklich Weisheitsaussagen betrachtet, wenn man so in der Stille sitzt. Mit anderen Aussagen könnte man sicherlich auch negativ manipuliert werden. Wir wissen das, was diese Sätze sagen. Ja? Das ist nichts Neues. Das kennen wir, ob wir das nun schon mal gelesen haben oder nicht, gehört haben. Etwas in uns weiß, dass das stimmt. Und damit wir diesem inneren Wissen begegnen können, werden wir still. Zweiter Teil. Zurückfinden in die Meditationskörperhaltung. Und wieder für ein paar Minuten noch ohne Reflexion, Weisheitsbetrachtungen einfach dasitzen, im Körper verankert sein, mit dem Atem verbunden, vielleicht mit offenen Sinnen, geistesgegenwärtig sein, einfach so dasitzen. Den Körper ruhig sein lassen, in Ruhe lassen. Mit allen Körperbeschwerden, die er vielleicht signalisiert, so gut es geht. Es darf auch etwas Freundlichkeit oder sogar Freude in uns da sein. Und falls uns das erste Lesen oder Nachdenken über diese Aussagen etwas betroffen gemacht hat und uns noch nicht nach Freundlichkeit, Freude zumute ist, kann sein, dass es uns ein bisschen erschreckt hat, was wir da gelesen haben, gehört haben, dann lassen wir auch das in uns erstmal zur Ruhe kommen. Denn manchmal gibt es so ein heilsames Wecken durch Weisheitsaussagen.
Es braucht dann ein bisschen Zeit, um zu wirken. Und hier haben wir nochmal die Aussagen über den Zusammenhang von Gedanken, Worten, Handlungen, Gewohnheiten, Charakter und Schicksal oder Karma. Karma ist nicht Schicksal, aber man könnte es hier mal für diesen Fall fast gleichsetzen. Wir hören sie noch zweimal. Oder lesen auch mit, wenn wir die Augen geöffnet halten mögen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Er ist dein Karma. Solche Betrachtungen schließen nicht aus, dass uns noch weiteres dazu einfällt oder vielleicht entdecken wir noch Zwischenschritte oder andere mögliche Aussagen, die hierzu passen. Das darf alles sein. Wie zum Beispiel, dass Handlungen natürlich auch Wirkungen auf andere haben, nicht nur auf uns selbst. Nochmal. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
Unsere Morgenmeditation ist bald zu Ende. Vielleicht mögen wir nochmal nachschauen, wie es uns jetzt gerade geht und inwieweit uns diese Weisheitsreflexionen einstimmen können auf den Tag, auf ein Bewusstsein, das diesen Zusammenhang im Blick behält zwischen ja, im Grunde schon Geistesinhalten, auch Emotionen, Gedanken, Worten, Taten und so weiter, sodass wir diesen Tag in einer wohlwollenden Achtsamkeit leben können. Denn es gilt dann natürlich, dieses Prinzip zu nutzen und diese Einsichten vielleicht zu nutzen und unser Leben, unser Schicksal auf eine sinnvolle, mitfühlende, achtsame Weise zu gestalten. Möge es Nutzen bringen.